Ist es nicht wichtig, Werte zu haben, an denen andere Menschen uns erkennen, oder eine Geisteshaltung zu haben, an denen man uns auch wiedererkennt? Zum Beispiel können Gesetze eines Landes einen Wert darstellen, auf die sich die Gemeinschaft geeinigt hat und die Gesellschaft sich da dann ordnet und sich alle Gesellschaftsmitglieder danach richten müssen. Die Gesetze beschreiben die Pflichten, aber vor allem das Recht, was jede einzelne Person im Lande hat gegenüber dem Land und anderen Personen. Ohne Gesetze für eine Gesellschaft, da herrscht Anarchie und das Recht des jeweilig stärkeren Menschen. Es gibt Personen, die wollen das, doch um eine große Anzahl von Personen in einem Land vernünftig und einigermaßen geordnet auf einem hohen Niveau zusammenleben lassen zu können, ohne dass immer wieder Kriege oder Tötungen stattfinden, da sind die Regeln durch Gesetze der bessere Weg. Außerdem kommen mehr Personen im Land zu ihrem Willen. Nun, es gibt verschiedene Moralvorstellungen und auch verschiedene Länder mit verschiedenen Werten, die in Gesetzen niedergeschrieben wurden. Und mit einer Grundeinstellung an Werten und einer gewissen Geisteshaltung, da sollte man ein Zusammenleben der Menschheit bewerkstelligen können. Doch es existieren noch viele verschiedene Entwicklungsstufen und Gesellschaftsordnung auf diesem Planeten und wir leben alle zusammen auf dieser Welt. Einige wollen ihre Landesgebiete immer noch durch Kriege vergrößern oder sie wollen bestimmten Menschengruppen kein Recht auf ihren Willen geben. Und es gibt noch viele Uneinigkeiten unter den Ländern über die vernünftigen Gesetze des Zusammenlebens auf dieser Welt. Außerdem sind Menschenrechte in den meisten Ländern nicht in ihre Gesetzgebung mit eingebunden. Es herrschen von schlichter, primitiver Diktatur bis hin zur Mischform der Demokratie und von Monarchien viele verschiedene Staatsformen. Es gibt aber auch verschiedene Entwicklungsstufen und Entwicklungsphasen von Bevölkerung in anderen Ländern, die mit einem moderneren Staatswesen überfordert wären und es vielleicht dann doch sinnvoll ist, diesen Ländern Zeit zu geben, sich moderneren Werten und moderneren Gesetzen in ihrer Entwicklung anzunähern und dann ein moderneres Staatswesen einführen können. Jede einzelne Person auf dieser Welt hat seine Sozialisierung durchgemacht und seine Erziehung hinter sich gebracht. Doch jede Person auf diesem Planeten ist in einer anderen Entwicklungsstufe als die andere Person. Man darf nicht alle Personen zusammenleben lassen, die auf verschiedenen Entwicklungsstufen angekommen sind. Die Folge wäre zerstörerisch für die sensiblen und nicht mehr so primitiven Personen eines höheren Entwicklungsniveaus. Das ist meine persönliche Meinung.